Hallo zusammen und willkommen zur Dinkem Hartmut Challenge. Diese Woche gibt es die Auflösung für die Quest, die wir hoffentlich alle erfolgreich erledigt haben. Und wir ziehen jetzt auf jeden Fall unsere neue Quest für nächste Woche. Ich hoffe, es macht euch soweit noch Spaß. Den Screenshots kann ich auf jeden Fall entnehmen, dass das so ist. Ich gehe jedenfalls davon aus, auch wenn uns natürlich die fehlende Kiste immer noch ziemlich wehtut. Und ganz ehrlich, wenn man nicht gerade kurze Tage spielt, sind 250 Weizen auch gar nicht mal so einfach. Ihr wisst inzwischen schon, wie das abläuft. Ich werde jetzt kurz zu Englisch switchen und dann ziehen wir unsere neue Quest. Hello everyone and welcome back to Dinkem Hartmut Challenge. Today we will get our new reward for the last quest we did. So you had to sell 550 wheat to John. I hope you enjoyed the quest and I hope you made it so far. So let's see what we have as a reward. Let me change the view. Here we go. So, wir gehen jetzt mal zu unserer Belohnung. Gucken wir mal, das ist diese hier. Und wir bekommen, upsa, verdammt, 25 extra Farming-Felder. Moment, ich schreibe das da mal wieder drauf. Zack. 25 Farming-Squares. So. Okay. So, also ihr habt jetzt also 25 additional, also zusätzliche Felder, auf denen ihr Zeug anbauen könnt. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter. Ich weiß, dass das Farmen gerade mit 25 Feldern, wie bisher, ein bisschen schwierig ist, vor allen Dingen, wenn man entsprechende Mengen braucht. Aber ich glaube, damit kommen wir auf jeden Fall jetzt wieder ein Stückchen weiter. So, my friends, the reward is you have 25 additional farming squares just for you. So, I hope you have fun with it. And now we will go and see what quest we get next time for the next week. Jetzt ziehen wir unsere nächste Quest für nächste Woche und drehen mal hier am Spinning Wheel. So, Quest Nummer 8. Ja, sehr schön. Quest Nummer 8 hatten wir schon mal, aber das macht nichts. Ich habe mir nämlich was einfallen lassen und dachte mir, boah, wenn die Nummer 8 nochmal kommt, ich ändere jetzt einfach mal ein bisschen die Quests hier. So, friends, we had the 8 already, but I have new quests for you. So, let's see what we have. It's a special quest. I know that course I built this some minutes ago. Oh, this was wrong. Just a second. Okay, so. The next quest is the Outpost Challenge. Also, die nächste Quest ist die Outpost Challenge. Hier haben wir unsere Regeln dazu. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Ich sage das jetzt nur einmal. Natürlich poste ich das auch im Discord. Unsere Regeln befinden sich hier in dieser Kiste. Friends, the Quest 8 has special restrictions. It's a special order for you now. So, let's have a look into the box. And here we have our quest. I will start in German. Also, nächste Woche müsst ihr ein Gästehaus bauen. Das Gästehaus müsst ihr am östlichen Teleporter bauen. Ihr dürft eine Kiste hinstellen. Also es gibt eine zusätzliche Kiste, die ihr jetzt aufbauen dürft. Und ihr müsst das Bankbett, also das Stockbett, müsst ihr in diesem Gästehaus platzieren. Ganz wichtig. Nicht vergessen. Also ich wiederhole nochmal. Ihr dürft ein Gästehaus am östlichen Teleporter mit einer zusätzlichen Kiste und einem Stockbett ausrüsten. Wenn ihr das geschafft habt, gibt es nächste Woche eine coole Belohnung. Versprochen. So, friends, the quest is you have to build one guesthouse at the eastern teleporter. Also, you can add one additional storage box. It could be a box, a crate, a barrel, or maybe a furniture item. And also, you are allowed to just put one bunk bed in it. You have to place one bunk bed in it. So, that means if you don't have the bunk bed, you have to ask your friends, maybe. And also, the challenge or the quest, you will lose the quest when you don't have when you don't met the right restrictions. So, if you don't have a chest and if you don't have the bunk bed, you lose. Also, auch für euch nochmal, Gästehaus, östlicher Teleporter, eine Box und das Bunkerbett, also das Bankbett muss stehen. Das Stockbett, das müsst ihr haben. Wenn ihr das Bankbett nicht habt, dann fragt bitte hier einfach im Discord nach oder fragt einfach mal unter den Freunden nach, wer das vielleicht bei Melvin hat. Das müsst ihr euch jetzt auf jeden Fall organisieren, denn das ist eine Voraussetzung dafür, damit ihr die Quest nächste Woche auch schafft. Das Gleiche gilt natürlich für mich. Wird schwierig, ich habe es nämlich noch nicht. Also ihr Lieben, ich würde sagen, viel Spaß. Auf geht's in die nächste Hartmut-Woche. Ich wünsche euch viel Spaß und
ich würde sagen, nächste Woche geht's weiter. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Bis bald.